Hallo ihr Lieben, ihr werdet nicht glauben, was ich heute, was wir heute vorhaben. Findest du es fies, dass ich lache? Ja. Wir wollen meiner Freundin, der Daniela, die hat auch einen eigenen Channel übrigens, die Mercat Zock. Da müsst ihr mal vorbeischauen und ihr ganz viele Nachrichten schreiben, dass sie bitte weitermachen soll. Wir möchten ihr Minecraft Welche beibringen. Und wenn sie es dann drauf hat, kann sie auch Minecraft auf ihrem vergessen. Channel spielen. Ja, die Georgina ist auch dabei. Whirlwind. Die wird die Whirlwind LP. Ich kann das nicht aussprechen. So, wir gehen. Wir machen vom Menü aus angefangen. Was würdest du denn jetzt tippen? Was musst du drücken? Einzelspieler? Ja. Oh. Wow, bin ich gut oder bin ich gut? Slow clap. So. Neue Welt erstellen. Ja, du musst eine neue Welt erstellen. Wirklich? 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 Ja. Wirklich? Ja. 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 Ja? Und jetzt? Ja. Wie möchtest du deine neue Welt nennen? Das ist, ihr stellt Fragen. Ja, du! Bin heute der Familienoberhauptvogel hier, ey. Dann mach doch Familienoberhauptvogel Horst. Also das Horst, der Passt Horst. Passt das denn? Ja. Familienoberhauptvogel Vogelhorst. Horst. Perfekt! Ja. So, welchen Spielmodus möchtest du? Überleben. Ja, wir lassen überleben. Überleben, sollst es gleich fett in die Fresse kriegen. Ich will aber nicht fett in die Fresse kriegen. Ja, du kannst auch Hardcore. Nein. Ich würde erstmal sagen, ich mache kreativ. Nein. Das ist nicht Minecraft, das sind. Das ist langweilig. Du musst schon überleben machen. Du musst, ja auch den Nervenkitzel spüren. So, möchtest du einen Seed eingeben? Ein was? Ein Seed. Ein was? Ein Seed. Ein Seed ist ein Startwert für eine Welt. Je nachdem, welchen Seed du benutzt, umso anders wird die Welt generiert. Wenn du Glück hast, hast du pinke Schafe. Rosa Schafe! Das ist aber ganz, ganz selten. Hatte ich aber. Echt? Ich hab's nicht auch. Was heißt, was muss man denn da jetzt eingeben? Schreib, was du willst. Kannst Zahlen schreiben, kannst machen. Kannst was Buchstaben schreiben. Nochmal, was bringt mir das jetzt? Dann wird die Welt generiert. Es gibt bestimmte Seeds, dass du so und so eine andere Welt hast. Wenn du jetzt zum Beispiel für einen Wassertempel ein Seed angibst, wirst du da gespawnt. Hm. Gespawnt ist ja da, wo du lebst, also aufwachst. Und neben dir ist ein Wassertempel. Du kannst jetzt ein Schneebiom spawnen, kannst überall jetzt spawnen. Was soll ich eingeben? 1, 2, 3, 4 oder was? Was du möchtest, gib irgendwas ein. Was hast kannst du ich eine Zahl eingeben? Nein, du ich kannst geb irgendwas. Was ein. Georgina ist toll. Ja. Ja, dann machen wir das doch. Ja, okay. Achso, ja, du bist ja. Fertig. Ja. Bauwerke generieren an, ja. Welttyp Standard. Ja, wir müssen ja schon alles durchgehen. Ja, und eine Bonustruhe machen wir an. Nein. Bonustruhe? Nein, warum nein. Nicht? Ja, du musst stimmt, hast recht, okay. Menno! Fertig. Und dann Welt erstellen. Und neue Welt erstellen. Neue Welt erstellen ist unten links, genau. Neben Abbrechen. Habe ich jetzt Abbrechen geklickt? Nein, da steht auf Weltwitz. Oh Mann, ey. Mal sehen, wie meine Welt aussieht. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich habe ein ganz ungutes, hör auf zu lachen, ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Hör auf zu lachen! Los, hör auf zu lachen! In den Staub! Das ist nicht lustig. Doch. Nur weil es ist halt nicht. Es ist einfach nicht mein Spiel. Punkt aus. Meine Aufnahme geht kaputt. Warum? Weil du die Größe des Fensters verändert hast. Oh, scheiße. Das darfst du nicht. Ich hoffe, das funktioniert noch. Ich meine, das hat doch Spaß gemacht gerade. Ja, du hast eine andere Auflösung. Oh, ich habe einen gescheitert. Arm! Lass warten, lass. Das wird nicht funktionieren. Das wird ein Albtraum. So. Was wird denn jetzt ein Albtraum? So. Dass es nicht funktionieren wird oder nicht? Genau, Klopf auf Holz. Du kannst mal festhalten. Gedrückt du musst gedrückt halten. Wie laufe ich denn? Mit WASD. Oh, ihr wollt Sachen. Kann ich nicht einfach die normalen? Nein. Was bist denn du für ein Gamer? Pfeiltasten. Meine Güte, ich spiele Controller. Controller! Ich mache. Brauchst nur das Holz. Aha. Und jetzt guckst du nach oben. Springe ich denn? Nein, guck nach oben. Guck nach ganz nach oben. Jetzt geh. Guck mal, da ist Holz. Das brauchst du. Ach, ich wollte das andere schlagen. Blätter, das kriegst du bloß mit der Schere. Na 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 Holz! Wie springe ich eigentlich? Mit der Space. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Weg, du Baum! Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du eine Workbench bauen solltest. Ja. Drück mal E. Ja.
Jetzt nimmst du das Holz. Ja. Das Erde. Das ist Erde. Ups. Packst es oben rechts ins Handwerksfeld. Da? Ja. 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 Drückst einmal auf die Bretter rechts da neben rechts. Dem Pfeil, genau. Da? Ja. Ja, jetzt nimmst du es. Und tust es wie in dein Emitter. Das ist das. So. Ja. Tust es hin. Und das restliche Holz, das tust du wieder runter. So. Jetzt setzt du die vier Blöcke Holz, die du da hast. Ja. Und verteilst überall eins. So. Und dann? Nehme ich das und das ist deine Workbench. Damit kannst du jetzt alles bauen. Alles? Du musst aber erst hinstellen. Ja. Alles? Ja. Alles. Wirklich alles? Auch ja. Regenbogen, Einhörner und so ein Scheiß? Nee, Minecraft keine Tränke. So, jetzt musst du mit Minecraft das hätte. Oben das Rädchen da drin drehen, dann kannst du es wechseln. Oder du drückst zwei. Guck mal, das geht doch viel einfacher als auf a Place. Nein. Doch, finde ich. Das ist einfacher. Ja, weil du mit zwei Joysticks nicht klarkommst. Ich bin sonst immer hier in den, brauchst du nicht PlayStation. Pro. Ja, ich möchte jetzt hauen, Mann. Mir ist jetzt danach. So. Oh, fuck. Nee, brauchst du noch nicht. Mach dir erstmal deine Workbench. Stell die erstmal irgendwo hin. Ja, wo denn? Irgendwo. Ist das egal, wo? Ja. Die okay. Nimmst du eh nachher wieder mit. Musst du aber erst ausgewählt haben. Genau. Stell sie mit Rechtsklick hin. Oh, machst einen oh, Rechtsklick drauf. Und machst dir erstmal eine Spitzhacke. Aber dafür musst du noch einmal Holz klein machen. Genau. Kannst du jetzt oben in das große Handwerksfeld ziehen? Ja. Und dann kriegst du es wieder rechts raus. Mach gleich mit Shift-Klick. Drück mal Shift. Shift? Und Shift halten und nimm das Holz raus. Wo war die scheiß Shift-Taste nochmal? Da wo Shift. Ja. Aber nicht das Holz, sondern das andere. Wie neben dem Pfeil. Da? Den Pfeil nach oben drücken und das Holz neben dem Pfeil nehmen. Ich hab grad die Shift-Taste gesucht. Ja. Was willst du? Und jetzt nimmst du das, während du die drückst. Nimmst du das Holz neben der Pfeil, neben dem Pfeil raus? Ja. Nein. Neben dem Pfeil! Du das Holz da jetzt wieder. Ah! Du das Holz da jetzt wieder hin, komplett. Ja. Aber auf einer Stelle, genau. Und jetzt nimmst du es raus? Ja. Mit Shift zusammen. Ja, jetzt. Mit Shift? Naja, es ist eh nur ein Holzblock drin gelandet. Jetzt kannst du auch normal rausnehmen. So, und jetzt packst du zwei Bretter. Wir haben eine Ratte! Übereinander. Oh Gott. Wo hast du die denn auf einmal her? Zwei also Bretter übereinander? Ja, zwei Eichenholzbretter übereinander. Das, ja. Dann ja. Musst du gleich noch Holz rein. Da rein? Ja, übereinander. An. Zwei Stück. Mit Rechtsklick kannst du die einzeln reinsetzen. So? Nein. Nee, das war Linksklick festhalten. Ups. Darunter. Nein. Ah, ja, richtig. Nein. Nee, nur zwei. Ah, ja, richtig. Ah, jetzt, ja. Jetzt setzt die beiden Stöcke. Vier die mal Stöcker. Jetzt die vier Stöcker rausnehmen, genau. Da, die Sticks. Ja. Die packst du jetzt auch erstmal beiseite? Das andere Holzstück holst du da erstmal raus. Was ist das? Das ist ein Knopf. Das ist ein Knopf! Was? Nein, den brauchst du noch nicht. Was soll ich jetzt noch machen? Das Holzstück da oben links rausnehmen. Richtig. So, jetzt musst du aber nochmal Holz klein machen, du hast nicht genug. Oh, ich hab also eben noch gesagt, lass mich doch nochmal eben Holz. Ein Holzscheit. Ein Holzscheit. Nee, du hast ja noch Holz. Mach das nur, du brauchst es nur klein machen. Hä? Du musst nochmal auf die Workbench klicken. Mit rechts. Workbench. Rechts. Nimmst das Holz oben das Holz, das. Packst es wieder oben rein, ja. Und packst die anderen raus, hier rechts, ja. Die, wow. So, yeah, you know what I'm saying. Yeah. Jetzt verteilst du oben drei Bretter. Wo sind die verkackten Bretter? Die hast du gerade erstellt. Die nehme ich jetzt da rein. Da packst du oben drei Stück hin, das ist die gesamte obere Reihe voll. Hast du ja schon rausgefunden, wie man das macht, mit ziehen. Zufälligerweise ja, aber irgendwie will das nicht. Wenn du einen Rechtsklick auf den Stapel Objekte machst, dann... Wieso so warum? Ich hab links weg. Gedrückt, Mann. So, jetzt nimmst du die Stöcker. Genau. Ja. Und tust die in der Mitte. Zwei Stück. Ja. Da unten. Ah! Und jetzt hast du eine Spitzhacke. Alter, ich hab eine Spitzhacke. Eine Holzspitzhacke. Achievement acquired. Yay! Du kannst eine aus Stein, Holz, Gold, Silber haben wir noch. Was? Nicht da. Silber? Ne, gibt's gar nicht. Aber eher nicht. Fuck you, bitch. Ich hab gespeuert. Ja, jetzt kannst du dich runterbuddeln. Kannst du dich runterbuddeln? Will ich jetzt ja gar nicht. Aus, oder? Nimm die Workbench mit, wenn du weg bist. Das nächste Ziel ist, dass du Stein bekommst. Das nächste Ziel ist, dass sie Unterschlupf sucht und jetzt hier die Workbench mitnimmt. Och Mensch, Mädels. Ich muss jetzt erstmal meine Workbench wiederfinden. Oh. Das Ding ist, weil die Nacht sehr Zombies und Spinnen. Wo ist meine Workbench? Weil Nacht Zombies und Spinnen links, und alles links, Böse kommen und dich töten wollen. Links. Geradeaus. Da lang. Geradeaus. Da geradeaus. Da war springen. Und leicht rechts. Geradeaus, da ist sie. Meine Güte, wo war die denn? Ist sie weggelaufen von mir? Hau rauf. Mit links. Wunderbar.
eigentlich. Sag mal Mist. Sag nichts Falsches. Ich sag ja nichts Falsches. Am besten wäre es, wenn du dich in den Boden buddelst. Du hast eine Behausung und du bekommst auch gleich deine Steine. Da unten in dem Loch ist eine gute Idee, da bist du gleich den Steinen ein wenig näher. Dann mach das lieber mit deinem anderen Objekt, weil dadurch geht deine Axt schneller kaputt. Hat sie recht. Ach, fuck. Falsch. Warte. Einfach nur das Mausrad. Krieg ich hin. Ist damit egal was. Kannst mit allen Sachen buddeln. Ja, was geht denn am schnellsten? Könntest auch mit einer Erdsache buddeln. Eine Schaufel hast du. Fuck, ich hab keine Schaufel. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Also brauchst du noch nicht. Brauchst du noch nicht. Birkenholz, so. Ich will eine Treppe haben. Ja, dann bauen wir eine Treppe. Eine gute Idee. Ich will mich da reinstellen. Lala. Da ist schon Stein. Also das ist Diorit, aber den kannst du auch am besten wieder abbauen. Das kann, dauert ja Ewigkeiten. Das ist einer der neuen Steine in 1.8. Das kannst du zum Beispiel alle, wieder mit deiner Pickaxe, die du jetzt gemacht hast. Den noch weg und dann kannst du da runter. Jetzt kannst du deine Pickaxe nehmen, die du gerade eben gebaut hast. Achso, Moment. Ich auf dem zweiten Slot. Ich lerne das noch. Da ist die Holzpickaxe. Die hier, ne? Ja. Gut. Und dann haust du darauf. Kannst du auch einfach eine Treppe nach unten bauen, dann hast du auch gleich eine gute Grundlage. Aber das reicht doch eigentlich schon vom Platz her. Ja, schon. Och, ich habe ein wunderschönes Haus gebaut. Oh ja, du solltest Innenarchitekt werden. Oh, wirklich? Ja, auf jeden Fall. Super, ne? Auf jeden Fall. Ich mag diese Steinoptik sehr. Diese Steinerdoptik. Wir machen uns ein Klosett. Da kommt die Toilette hin. Und es gibt Toiletten. Und hier... Und hier kommt dann das Schlafzimmer. Nee, das Schlafzimmer neben der Toilette ist nicht so. Du musst erstmal Schafe töten, damit du ein Bett bauen kannst. Na, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Also ich finde, ich wohne wunderschön. Also eigentlich sollte man sich erstmal ein bisschen bemühen, ein bisschen Eisen zu bekommen. Eigentlich erstmal um Essen zu suchen. Ich meine, ich hab da doch genug es ist Essen. Wichtiger, ja, ein Schwert zu haben. Ja, kann sterben. Ordentlich. Wow! Ja gut, ein Steinschwert. Was machst du? Sie hat mich untersprungen. Ich hasse da Cheesecake. Die dicke, die Pinkeltante. Oh, das wird gleich gefährlich. Das weißt du bam, noch nicht. Bam, bam, bam. Kann ich in meine Werkbank hinpacken? Ja, kannst du machen. Bah! Das war ein Grafikfehler. Ein Grafikfehler, oh mein Gott. Ich hab Stein, ich hab Stein, ich hab Stein. Ach ja. Dann stell mal die Workbench hin, du kannst dir jetzt schön einen Ofen basteln. Das muss ich mal eben überlegen, wie war das jetzt? Die Workbench ist da, ja, aber die muss ja mit Maus auswählen. Ich will hier nicht mehr sitzen. Kannst du ja nicht sagen. Ich will da nicht mehr sitzen. Wusste, dass die hingepinkelt hat. Nein, ich will da nicht mehr sitzen. Warum? So hingeschissen. Das habe ich dir doch gesagt. Nimm nicht die Ratte, die kackt und pisst. Nein! Wehe! Ich will noch auf den Boden legen. Nee. Doch? Sieht gerade aus, als wenn du das Kissen ausschütteln willst. Oh, Fireworker. Stopp. Stopp, ja. Ich wurde nicht angekackt. Und das war's. Und schließen. Stell nochmal die Workbench hin, wir machen heute noch einen Ofen und dann machen wir. Wie gehe ich denn Schluss. Jetzt zurück zum Spiel? So. Ja. Aber ich saß nicht auf der Kacke. Nee, ich saß nicht auf der Kacke. Wo sie hochgenommen hat, musste die gekackt haben. Jetzt noch ein Rechtsklick auf die Workbench. Ja. Links. Jetzt nimmst du deine Steine. Steine, und Steine. Und packst Steine. Die außen in dem Quadrat überall hin. Genau. Oben auch. Und jetzt nimmst du den Ofen raus. Ich habe einen Ofen gebaut. Jetzt kann ich was Schönes kochen. Wunderbar. Ups. Die Steine nimmst du ja automatisch wieder auf, weil du ja da stehst. Ja, dann such dir mal einen schönen Platz für deinen Ofen. Ich möchte in der Ecke. In die Ecke mit dir und schäm dich. Wo ist mein Ofen? Ja. So, dann haben wir heute gelernt, wie man eine Workbench baut und wie man einen Ofen baut. Ach ja, und eine Spitzhacke haben wir heute auch gelernt. Ne? Ja. Ich hoffe, es war unterhaltsam für euch und ich hoffe, ihr konntet euren Nutzen draus ziehen. Genauso wie Dani auch ihren Nutzen draus ziehen konnte. Du bringst die Kamera zum Wackeln. Das war lustig, guck mal. Ja, okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Sagt bye, auch bye. Noch tschüss. Ich war gerade so vertieft, Scheiße zu bauen, Mann. Tschüss mit Ü.